Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Genshin Impact. Ich habe jetzt geplant, zumindest für diese Woche, jetzt muss ich mal ganz kurz selber meinen Uploadplan gucken, haha. Dass heute, Freitag, Samstag, Sonntag eine Folge kommen wird. Warum so eine komische Reihenfolge? Einfach, guckt euch einfach den Uploadplan an, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist ein bisschen viel diese Woche. So, wie hieß denn nochmal der Kerl, mit dem wir beim letzten Mal geredet haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Hui, die Flügel sind mega praktisch. Die sind so praktisch. Ja, Genshin Impact ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. Definitiv. Also es hat nicht die überragenden Views, aber sehr, sehr viele von euch haben es sich auch runtergeladen, spielen es auch und sind ähnlich gehypt wie ich. Deswegen auch an der Stelle nochmal für diejenigen die Information, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Das Spiel ist kostenlos für die PlayStation 4, für den PC, für iOS und für Android. Wird auch noch kostenlos für die Switch kommen. Da gibt es jetzt gerade aber noch nicht. Ich sage euch Bescheid, wenn es das da auch gibt. Da werde ich es mir nämlich dann unter Garantie auch noch runterladen. Und alles ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr auch spielen mögt. So. Oh, Paimon, deine allerbeste Reisegefährtin. Das ist süß. Das ist echt. Sie ist aber auch wirklich goldig, oder? Ja, hier habe ich ja meine Cam wieder links, also da in der Ecke, weil unten rechts die, das Kämpferzeugs ist. Also da stehen deine Angriffe so. Kämpferzeugs ist auch gut. Wer kennt es nicht, das gute Kämpferzeugs? Die ist ja hübsch. Oh, die auch. What's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborn travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Toll, jetzt habe ich die ganze Zeit vorgelesen und ich war noch gemutet und dann wollte ich mich muten, weil ich mich räuspern musste und dann habe ich mich entmutet. Ja, ich bin mal wieder verpeilt. Es tut mir leid. Seit Sturmschrecken wieder erwacht ist, treibt er sich in der Nähe der Stadt herum und stiftet Unheil. Ja, sie hatte eben gesagt, ach, ihr seid hergekommen, um uns zu helfen. Ihr seid ja süß. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. Der Fluss der Elemente wurde gestört. Dieser empfindliche Kreislauf ähnelt nunmehr einem Wollknäuel in den Pfoten einer Katze. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. Ich mag sie. Für einen Magier ist dies das Schlimmste, was passieren kann. Meine Haut ist ganz rau und meine Laune könnte nicht schlechter sein. Ich glaube, die Gute, die ist auch so ein bisschen... Also es klingt so, als ob sie auf ihr Aussehen bedacht wäre. Ich glaube, das könnten noch ganz lustige Dialoge geben mit der. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. Wenn es diese Störung nicht gäbe, könnte der Ritterorden euch natürlich mehr als nur ein paar Zettel mit einer vermissten Anzeige bieten. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your brother. Wir möchten euch bitten, eine Weile in Mondstadt zu bleiben. Der Ordo Favonius wird sich um euer Problem kümmern. Ah ja, sie will uns helfen, unseren Bruder wiederzufinden. Ich werde das natürlich nicht alleine im Ritterorden überlassen. Super, gebt Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Wo kann ich schlafen? Ja, wir wollen natürlich helfen. Paimon will help too. Paimon wird auch helfen. Good. In that case, we need a plan.
Nun denn, wir sollten unser Vorgehen planen. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Oh, guck mal, wie hübsch das aussieht mit den Staubpartikeln, die da im Licht vom Fenster tanzen. Ach, wie schön. Da Sturmschrecken Mondstadt nun direkt angreift, haben wir die Möglichkeit, schwere Geschütze aufzufahren. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Lisa konnte mit ihrer Magie der Quelle des Orkans auf die Spur kommen. Is that so? Tatsächlich. They're located in the abandoned Four Winds temples. Sie liegt in den Tempeln der vier Winde. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Dass Sturmschrecken Stürme solchen Ausmaßes überhaupt erschaffen kann, liegt an der dort zurückgebliebenen Kraft. Our objective is to deal with three of the four temples. Unser Ziel sind nun drei dieser vier verlassenen Tempel. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Ich denke, jeder weiß, warum wir uns drei Tempel vornehmen. Nein? Paimon doesn't. Nein, Paimon nicht. Für Einheimische ist es sicher klar, wir kümmern uns später darum. Also ich würde es gerne wissen. Knights of Favonius, time is against us. Meine lieben Ritter von Favonius, die Zeit spielt gegen uns. The storm is rampant. There is no point in maintaining a defensive position. Ein großer Sturm zieht auf. Es bringt nichts, allein eine Abwehrhaltung einzunehmen. Alright, we need to take initiative and act before the situation escalates. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Lasst uns zu den Tempelruinen aufbrechen. Oh, ich hatte mich gemutet. Okay, so, Gebet. Was haben wir jetzt gelernt? Händler. Der Händler ist nun verfügbar. Gebt dem Sternstaub und dem... Was? Das war jetzt etwas zu schnell. Okay, wir können nochmal mit allen dreien reden. Amber, Lisa und... Wie wurde er nochmal ausgesprochen? Kaya? Kaya? Bin mir nicht mehr sicher, wie der ausgesprochen wurde. Wanna team up with me? Ach so. I don't slow down for anyone. Greenhorn or otherwise. Let's all do our best to defeat Storm Terror. Ja, warte mal. Also, wen nehmen wir denn mit? Nehmen wir Amber mit? Wen nehmen wir mit? Ich würde, glaube ich, ganz gerne Lisa mitnehmen. Oder wollen wir Jean ansprechen? Weil die wird wahrscheinlich ein Ritter, die wird wahrscheinlich auch wieder mit Schwert kämpfen. Also, oder wollen wir ihn mal mitnehmen? Aber Lisa finde ich auch cool. Ich bin Lisa, zuständig für die Bücher und Unterlagen in der Bibliothek. Kann ich dir irgendwie helfen, meine Süße? Ach nee, wir müssen wohl eine von den beiden anderen mitnehmen. Okay, aber ich würde noch gern mehr über Monster erfahren. The monsters out in the wild? We've got many resources here in the library. Du meinst die Monster, die in der Wildnis herumstreifen? In der Bibliothek gibt es dazu sehr viel. Making good use of elemental advantages is the key to winning any battle. Der Trick besteht darin, die Vorteile der verschiedenen Elemente zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. By the way, would you be interested in having a part-time job here? Übrigens wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, ein wenig in der Bibliothek auszuhelfen. Part-time-Job, Teilzeit-Job, ja, nehme ich, suche ich gerade sowieso. Auf wie viele Stunden? 20, 25, 30? Wie viel kriege ich? We just need more people. Wir brauchen Leute für alles Mögliche. Hauptsache, du kannst anpacken. Guck mal, da hinten glitzert noch alles Mögliche. Da möchte ich auch mal noch gucken, was das ist. Ah, Veras Trübsinn, Band 5. Zerstörte Träume, Mondlicht. Ach. Können wir die mitnehmen und wann anders lesen? Oh, cool. Wollen wir demnächst mal eine Vorlesefolge machen? Ist ja mega. Sollen wir jetzt demnächst mal eine Folge machen, wo ich einfach nur mit euch Bücher lese? Das wäre doch mal was. Könnte ich echt mal machen. Oder jede Folge ein Buch. Wäre vielleicht auch eine Idee. So, was sagt You're er? Not bad with that wind glider. Your gliding style seems familiar. Du gehst ganz gut mit dem Windgleiter um. Bei wem hast du das gelernt? Ach, das war Amber. Aber ich würde mal gerne wissen, warum er die Augenklappe trägt. My eye patch. Wanna hear my story, eh?
Meine Augenklappe? Du willst also mehr über mich erfahren? Yep. I didn't have time to introduce myself properly. Well, it wasn't on my mind to begin with. Hm, wenn ich so darüber nachdenke, scheine ich mich nicht offiziell vorgestellt zu haben. My apologies. I'm Kaya, Cavalry Captain for the Knights of Favonius. Dankeschön, Kaya heißt er. Verzeihung. Ich bin Rittmeister Kaya. We can talk more after we get things sorted. Wir können mehr über die Details reden, wenn wir weniger beschäftigt sind. I know a great place more fit for a chat. Ich kenne da einen Ort, der viel besser für eine Unterhaltung geeignet ist. Oha! Kaya, Kaya, Kaya. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir nehmen dann in der nächsten Folge hier Ember oder Jean mit. Ich verabschiede mich aber an dieser Stelle erstmal für heute. Oder wollen wir noch eben gucken? Nee, wisst ihr was, wir können doch mal noch eben kurz schauen, Inventar. Wo habe ich denn jetzt die Bücher? Da war eben ein Buch, aber... Ah, Inventar und Aufträge. Ja, wollen wir mal schauen? Hatte ich das schon mal vorgelesen? Das war Geschichte der Königshäuser, Prolog. Ein Fachbuch mit mühevoll verfassten Darstellungen der Geschichte Mondstadts, die das Buch so akkurat wie möglich machen sollen. Nee, das hatte ich auch noch nicht gelesen. Editiert und herausgegeben wurde es vom Nördlichen Institut für Geschichte. Könnten wir doch eigentlich mal hier so der Reihenfolge nach lesen, so der Seltenheit nach. Erst grau, dann grün, dann blau, dann lila. Also erst so normal, dann selten. Oder wie auch immer hier die also lila sind eigentlich meistens episch. So, lesen. Oh, das ist relativ viel. Komm, das lese ich jetzt trotzdem noch vor. Dann mache ich das jetzt so, dass ich immer am Ende einer Folge immer noch eins von den Büchern jetzt vorlese, bis wir sie durch haben, okay? Geschichte der Königshäuser, Prolog. Während der Zeit der ist... Das fängt ja gut an. Während der Zeit der Aristokratie verwarfen die Tyrannen, die über Mondstadt herrschten, das Studium der Geschichte und jeglicher Gesang sowie Poesie, die auf historische Ereignisse anspielten, waren offiziell verboten. Denn sie kannten das Ausmaß ihrer eigenen Entartungen und wollten nicht, dass ihre Taten von den Annalen der Geschichte neben denen der Helden stehen würden. Aber die Winde der Geschichte wehen stark und letztendlich konnte keine Mauer hoch genug gebaut werden, um sie zu halten. Dieses Werk ist eine Sammlung aller Gedichte, Lieder und Legenden, die aus der Zeit der Aristokratie stammen, versehen mit Kommentaren der Archäologen. Ziel ist es, einen neuen Bericht über die Geschichte Mondstadts vom Zeitalter der Könige bis hin zum Fall der Aristokratie zu schreiben. Ein gewisses Maß an historischer Ungenauigkeit ist unvermeidlich, da bestimmte Details nicht mehr überprüft werden können. Wir können nur demütig hoffen, dass diese Arbeit die Vergangenheit für diejenigen aufklärt, die nach uns kommen, oder sie wenigstens dazu inspiriert, die Fakten der Geschichte auf eigene Faust weiter zu untersuchen. Dieses Buch ist insgesamt in drei Abschnitte unterteilt. Abschnitt 1, der Sturmkönig des Turms und der Wolf des Nordens, behandelt den Kampf zwischen den Königen von Eis und Frost vor Barbatos Ankunft. Abschnitt 2, die Erschließung Mondstadts, handelt von Mondstadts Vorfahren, einschließlich der Vorfahren der Aristokraten aus der Zeit, in der sich die Landwirtschaft entwickelte. Zuletzt Abschnitt 3, Tyrannen, Erben und Rebellen, befasst sich mit der langen Regentschaft der Aristokratie im damaligen Mondstadt. Diese Arbeit kann künftigen Generationen als warnende Geschichte dienen, auch wenn diese ohne derartige Absichten zusammengestellt wurde. Die Freiheit, die Barbatos uns gewährt hat, ist auch die Freiheit, die es uns ermöglicht, die Fesseln der Vergangenheit auf der Suche nach der Wahrheit abzulegen. Meine einzige Hoffnung ist, dass dieses Werk im Geiste der Offenheit und Wahrheit dem Leser endlich die Geschichten mitteilt, deren Weitergabe in der Vergangenheit verboten war. So viel also zum ersten Buch. Das nächste nehmen wir uns dann nächste Folge vor. Wie gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag kommen die drei weiteren Folgen diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie immer ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Gerne auch einen Daumen nach oben und auch über ein kostenloses Abo würde ich mich freuen, wenn ihr noch nicht dabei seid. Glocke aktivieren nicht vergessen und dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss.